Technicien wie dans l'explosion. 1980 wurde die Superstring-Theorie entwickelt, nach der ein Elementarteilchen von 10 hoch minus 35 Metern Durchmesser das Grundelement aller Materie ist. Daraus wurde die Existenz einer unendlichen Zahl von Parallelwelten abgeleitet. Diese Welten sind von unserer durch zusätzliche Dimensionen im subatomaren Superstring-Theorie, which stated that an elementary particle that Tag für die Wissenschaft werden, als Professor William Kaufman seine Arbeit über die UBQ-Strings veröffentlichte. Laut Kaufman sind Reisen in eine Parallelwelt durch das sogenannte String-Tunneling möglich. Viele Wissenschaftler folgten dieser Theorie zwar im Grundsatz, bezweifelten aber, dass die benötigte Energiemenge déclarée non coupable à une faible majorité. Führte der Physiker Anthony Xu im Juli 1999 einen Versuch zur Materie-Antimaterie-Reaktion durch. Dabei kam es allerdings zu einer Explosion, die 11 MIT-Mitarbeitern das Leben kostete. Der daraufhin gegen Xu angestrengte Prozess wegen fahrlässiger Tötung endete heute knapp in Xu. Matière, Antimatière. Du stehst im Licht, Kumpel. Commander Slade? Volltreffer. Wollen Sie auch mein Gewicht raten? Ich bin Major Vernon, Sir. Wir haben eine Situation höchster Dringlichkeit in einem unserer Vorposten. Und ich werde Sie dorthin bringen. Kann ich noch ausdringen? Wohl nicht. Entschuldigen Sie, aber wir sind gleich am Ziel und ich will Sie noch briefen, bevor wir landen. Dann fangen Sie mal an. Ja, in der Einsatzbesprechung werden Sie sehen, dass gestern am frühen Abend ein streng geheimes Militärexperiment gestartet wurde. Haben Sie Kaffee? Nein, Sir, wenn Sie bitte zuhören würden. Okay, ich bin ganz Ohr, Major White. Tja, wie Sie vielleicht wissen, wollten die Wissenschaftler schon seit ein paar Jahren in Parallelwelten reisen und gestern haben wir es geschafft. Was geschafft? Wir sandten eine Sonde über die Grenze, die uns trennt, von anderen Dimensionen. Ist das wahr? Wo seid ihr gelandet? In Holland? 71 Minuten lang empfingen wir Daten von unserer Sonde, bevor sie ein Wesen von drüben beschädigte und sie einen Energiestoß in unsere Welt sandte, dem eine atomare Kettenreaktion folgte, die uns etwas entglitt. Ihr teures Labor ist jetzt voll hin. Nicht ganz. Pilot, drehen Sie 30 Grad Richtung Hafen. Es implodierte. Was ist los? Die Sonde, die Sie in die Twilight Zone schossen, brannte durch und zog uns irgendwo rein? Ja, genau. Und der Wirbel wird einfach immer größer, Commander. Wir denken, in 25 Tagen ist die Erde nicht mehr als eine bloße Erinnerung. Und was soll ich hier? Sie sollen eine Gruppe von 3 Wissenschaftlern in dieselbe Parallelwelt bringen und drüben die Sonde reparieren. Ich bin Nahkampfspezialist und kein Touristenführer, das sollten Sie doch wissen. Alpha 1 verweist. Ich sage nur, Anthony, wir waren nicht bereit. Ich war genauso wild, unsere Theorien zu testen. Aber das gab uns kein Recht, dass... Uns! Was kann ich für die Fehler in Ihren wilden Theorien, Kaufmann? Meine Energiequelle hielt stand. Und finden wir die Sonde, werde ich... Gentlemen, das ist Commander Cutter Slade. Er wird sicherstellen, dass Sie keine Probleme auf Ihrem Trip haben. Nicht mehr, als Sie jetzt schon haben. Das ist Professor William Kaufman, Leiter des Cristobal-Projekts. Ist mir eine Ehre, Commander. Ich bedauere zutiefst, dass... Das tun wir beide, Professor. Ja. Und Professor Anthony Xu. Professor Kaufmans... Rechte Hand, ja? Ohne mich wäre er noch bei den Blaupausen.
wo wir besser mal geblieben wären. Sparen wir uns die Spekulationen, bis wir das Löchlein gestopft haben, Gentlemen. Professor Kaufmann, Sie werden beim Pad erwartet. Nur noch eine Sekunde, Major. Also, Professor Reuter, mit was ist Ihr Plan? Na also, wenn wir in der anderen Welt sind, suchen wir die defekte Sonde und reparieren die Systeme mit diesen Ersatzkarten. Dieser Defekt kann an allem, von der Energiequelle bis... Es ist nicht die Energiequelle, es ist das String-Tunneling-Gerät. Ah, wir werden das schon bald rausfinden, Professor, nicht wahr? Jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss rüber zum Pad. Ach ja, warum hat man Sie gewählt, Commander? Ich habe die Arschkarte gezogen. Gut, dass wir alle was gemeinsam haben. Wir sehen uns da drüben, Gentlemen. Nur noch ein kleiner Schritt und ich hätte bewiesen, dass meine Energiequelle funktioniert und dann das. Das nenne ich verdammtes Glück. Keine Sorge, Professor. Bleiben Sie nah bei mir und wir kommen da durch. Hör zu, G.I. Joe. Ich werde das nur einmal sagen. Befehle nehme ich von niemandem entgegen, ist das klar? Ach ja. Ich habe so das Gefühl, Sie werden uns Ärger bereiten. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Na, das kann ja heiter werden. Leider. Wir haben bereits eine Sendung mit neuesten Waffen in die andere Welt geschickt. Die Anweisungen sind in Ihrem Einsatzbericht. Danke. Und ach ja, Sie sagten drei Wissenschaftler. Bis jetzt kenne ich nur zwei. Wolf! Oh Gott. Was macht die denn hier? Sie kennen sich schon? Eher flüchtig. Ich kenne Ihre Anwälte bestens. Wegen damals. Gibt es ein Problem? Ich weiß nicht genau. Gibt's eins, Wolf? Ich will die Senatoren nicht wieder aufscheuchen. Meine Mutter hat nichts damit zu tun. Ich bin aus freien Stücken hier. Miss Wolf ist unsere Exobiologin, Commander. Wenn Ihre Mission länger als erwartet dauert, sagt sie Ihnen, welche Käfer und Pflanzen Sie essen dürfen und welche eben nicht. Sie wird auch versuchen, Kommunikation mit den Wesen aufzunehmen, die wir in der Sonde sagen. Das Wort Kommunikation aus Ihrem Mund? Wie witzig. Sie verstehen wirklich nicht. Was passiert denn? Eure Willkommensparty wird wohl noch etwas warten müssen. Commander, Sie werden beim Pad erwartet. Sofort. Miss Wolf? Worum ging es da gerade? Na, da habt ihr mal wieder toll recherchiert. Nun mal ehrlich, Vernon. Bringt uns dieses Ding wirklich heil dort rüber? Wollen Sie lieber hier bleiben? Ausnahmsweise mal nicht. Zerstören Sie nur nicht alles, bis ich heil wieder zurück bin, okay? Wir geben uns Mühe, Commander. Viel Glück. Ulukai! Zon ne nekar! Zon quarta! Hey, hey, hey! Geht das auch ein bisschen leiser? Mir platzt gleich der Schädel. Ulukai, bist du verletzt? Ich glaub schon, Doc, nur mein Gehör spielt leicht verrückt. Das verstehe ich nicht, Ulukai. Ulukai? Ist das ein hochgestochenes Wort für verdammte Scheiße? Was ist hochgestochen? Wer bist du? Wo sind die anderen? Ich bin Sokrym, der Anführer der Dolotai-Wächter. Welche anderen meinst du? Andere? So wie ich? Wir haben nur dich gefunden, Ulukai. Da waren keine anderen. Großartig. Und jetzt? Jetzt? Jetzt helfen wir dir, die fünf Mons zu finden und Feran zu bekämpfen und seinen Kriegerführer Kroax. Dann werden alle auf Adelpha erlöst werden. Hoho, immer langsam, Häuptling. Ich störe ja nur ungern. Aber ich habe schon eine Welt zu retten. Ja, Ulukai. Und das ist Adelpha.
Warum nennst du mich immer Ulukai? Mein Name ist Carter Slade. Vor Hunderten von Monden sprach der Prophet Kassar von einem Auserwählten, dem Ulukai, der dieser Monde kommen würde, um Adelpha vor der Vernichtung durch Feran zu bewahren. Dazu muss er 5 Mons finden, 5 heilige Gegenstände, die überall in den Regionen von Adelpha verteilt sind und ihn erwarten. Klingt, als hättet ihr ein paar Probleme. Zokrim war doch richtig, oder? Aber zuerst muss ich die anderen 3 aus meinem Team und eine beschädigte Sonde finden. Das hat höchste Priorität. Wenn ich da noch Zeit haben sollte, werde ich euch unter die Arme greifen, okay? Wie willst du es denn anstellen, dein Team und die Sonde zu finden? Wo du gerade danach fragst, keine Ahnung. Dann sollten wir eine Vereinbarung schließen, Ulukai. Ich werde die anderen Dolotai-Wächter bitten, in ihren Regionen nach deinen Sachen zu suchen. Wenn sie etwas entdecken, geben sie mir Bescheid und ich informiere dich. Wie viele Männer seid ihr? Einst waren wir mehr als 1000. Jetzt sind wir nur noch knapp 100 und mit jedem Mond werden es weniger. Wenn ich dir also helfe, die Mons zu finden, dann werden eure 100 Paar Augen und Ohren sich auf dieser Welt umsehen? Genau. Ich habe ja nicht viele Alternativen, aber wie wollt ihr wissen, wo ich bin? Wir werden es wissen, Ulukai. Viele Talaner werden erst an dich glauben, wenn sie von deinen guten Taten hören. Sie werden dich genau beobachten. In Ordnung. Also die Sonde ist so ein glitzerndes Ding aus Metall. Und ich muss sie zuerst finden. Suchst du das hier? Ein Rucksack. Wo hast du den denn her? Wir haben ihn und viele heilige Gegenstände der Jods dort gefunden, wo du eingetroffen bist, Ulukai. Nein, die Sonde ist viel größer. Der Rest der Ausrüstung ist auch noch dort. Nein, Ulukai. Wenn die Talaner heilige Gegenstände finden, nehmen sie sie meist an sich, um ein Stück der Jods zu haben. Es gibt ihnen Hoffnung, dass sie eines Mondes helfen werden. Die meisten Talaner werden diese Dinge nicht einfach so abgeben. Diese Mission ist ein Kinderspiel, Commander. Es ist ein simpler Rettungseinsatz. Was soll schon schiefgehen, ha? Fassen wir mal zusammen. Ich habe meine Crew verloren, kann die Sonde nicht finden, meine Ausrüstung wird von ein paar Eingeborenen wie ein Rosenkranz angebetet und ich habe meinen Rucksack mit einer HKP-12 und 30 Magazinen. Diese Mission kommt irgendwie wohl gleich nach Fuba. Ich habe nichts von dem verstanden, Ulukai. Aber wenn du noch Dinge suchst, möchte ich dir das hier geben. Was ist das? Dieses Gamsaf soll das Phantasma eines Talaners beschützen, wenn man es festdrückt. In seinem Innern erscheint dann ein Leuchten. Und wenig später verströmt es ein helles Licht. Man glaubt, das eigene Phantasma wird so auf das Gamsaf übertragen. Allerdings kannst du dich nicht bewegen, solange das Licht leuchtet. Okay, Auszeit, Häuptling, das ist zu viel. Ich muss erst mal einen klaren Kopf kriegen. Kann ich mich irgendwo einen Moment ausruhen? Natürlich, Ulukai. Unser Lager steht dir völlig offen. Du solltest dich mit meinem Sohn Jan unterhalten. Er kann dir helfen. Anschließend solltest du zu mir zurückkehren. Ich werde dann das Daoka öffnen, sodass du dich auf deine Reise begeben kannst. Zugriff auf Lexikon erfolgt. Mit
Kurzfristung geortet. Cool. AKP-12 Munition geortet. AKP-12 Munition geortet. Was war nochmal mit den Mons, von denen du mir erzählt hast? Es heißt, du würdest nach Adelpha kommen und die 5 Mons wieder vereinen. Damit würde der Herrschaft des Feran ein Ende gesetzt und auf ganz Adelpha würde wieder Frieden einkehren. Und was genau ist ein Mon? Das weiß kein Talaner so genau. Kassar hat die Mons einst entdeckt. Nachdem er umgekehrt worden war, haben die Shamassi vor Ferans Kriegern versteckt. Um sie zu finden, musst du in jeder Region, in die du reist, den jeweiligen Shamas aufsuchen, Ulukai. Bist du Jan? Ja, Ulukai. Ich bin froh, dass es dir besser geht. Danke. Dein Vater sagte, du könntest mir helfen, wieder in die Gänge zu kommen. In die was? Vergiss es. Ich könnte ein bisschen Training gebrauchen. Kannst du mir dabei helfen? Das kann ich, Ulukai. Wir führen hier 4 Prüfungen durch, um die anderen Wächter zu trainieren. Wenn du willst, kann ich sie mit dir machen. Gern. Dann hast du die Wahl zwischen unseren Prüfungen des Springens, Schwimmens, Zielens oder Heranschleichens. Wie funktioniert diese Prüfung des Zielens? Wir haben einige Gefäße aufgestellt, um die Schießkünste der neuen Wächter zu prüfen. Auch wenn mein Vater unklugerweise Kasars Lehren der Gewaltlosigkeit befolgt, müssen wir dennoch lernen, mit unseren Verteidigungswaffen umgehen zu können. Ich werde es dir zeigen. Worum geht es dabei? Hierbei musst du diese Gefäße zerbrechen. Sie könnten einige Gegenstände enthalten. Versuche, sie alle kaputt zu machen. Du zielst gut. Du zielst gut. Lass uns diese Prüfung des Springens probieren. Folge mir, Ulukai. Ich werde dich an einen Ort bringen, wo wir die Fähigkeit des Springens prüfen können. Und was jetzt?
Auf der anderen Seite des Wassers kannst du Stufen sehen, die zum Gipfel der Felsen führen. Spring dort hinüber und hol dir deine Belohnung. Nur wer ein starkes Phantasma besitzt, schafft diesen Sprung. Mal sehen, ob dieses Funkgerät funktioniert. Slate an alle! Slate an alle! Kann mich jemand hören? Verdammt! Leute, schaltet eure Empfänger ein! Sei vorsichtig, wenn du herunterkommst, Ulukai. Erzähl mir von der Prüfung des Schwimmens. Wir prüfen die Fähigkeit aller Wächter, in den Gewässern von Adelpha zu tauchen. Das ist nützlich, wenn wir Gegenstände oder uns selbst vor Kroax-Kriegern verstecken wollen. Folge mir und ich werde dir diese Prüfung erklären. Du willst, dass ich da drin schwimme? Da friere ich mir meine sonst was ab. Dieses Gewässer ist sehr kalt, aber es sind darin Gegenstände verborgen, die dir nützlich sein können. Schwimme zum Grund, um die besten zu finden, aber achte darauf, dass du dein Phantasma schützt. Knirps! Erzähl mir von der Prüfung des Schwimmens. Du hast diese Prüfung bestanden, Ulukai. Es ist nicht nötig, sie noch einmal zu wiederholen. Was ist die Prüfung des Heranschleichens? Oh, das ist unsere schwierigste Prüfung. Da mein Vater angeordnet hat, dass wir Khazars Lehren der Gewaltlosigkeit befolgen, müssen wir versuchen, uns an die Orte heranzuschleichen, zu denen wir gelangen wollen, ohne von den Kriegern bemerkt zu werden. Es geht doch nichts über ein kleines Anschleichmanöver. Spart Munition. Wenn du meinst, Ulukai, ich würde lieber kämpfen.
Aber mein Vater verbietet es und deshalb üben wir Gegenstände zu holen, ohne gesehen zu werden. Folge mir und ich werde dir die Regeln erklären. Wie funktioniert das? Ulukai, du hast nun eine unserer schwierigsten Prüfungen vor dir. Stell dich in den quadratischen Bereich. Wenn ich bis drei gezählt habe, musst du versuchen, die Früchte zu holen, die ich auf den Boden lege. Hört sich einfach an. Ist es aber nicht, Ulukai. Wenn du das Quadrat verlässt, bevor ich bis drei gezählt habe, zähle ich noch einmal. Sollte ich dich sehen, werde ich es dir sagen. Du musst dann zu mir kommen und wir fangen von vorne an. Na dann mal los. Geh in den quadratischen Bereich und wir werden beginnen. Warte bitte, bis ich gezählt habe. Metall geortet. Eins. Metall zwei. Geortet. Drei. Du hast es geschafft. Ich konnte dich nicht sehen. Also, habe ich bestanden? Ja, Ulukai. Ich hatte keinen Zweifel daran, dass du unsere Prüfungen meistern würdest. Es war mir eine Ehre, dir dabei helfen zu dürfen, wieder in die Gänge zu kommen. Ich hoffe, dass wir jetzt auch nützliche Kampftechniken von dir lernen können. Dein Vater wäre darüber bestimmt nicht sehr erfreut. Mein Vater will nicht sehen, was um ihn herum geschieht. Er spricht von den alten Monden der Wächter und von der Ehre, die einst mit ihrem Namen verbunden war. Nie sieht er, dass nur noch wenige übrig sind, die so denken wie er. Mach dir keine Sorgen, Jan. Ich habe bisher noch niemals bei einer Mission versagt. Mögen die Jods auf deinen Reisen mit dir sein, Ulukai. Mein Vater wird froh sein zu hören, dass du bereit bist. Danke. Oh ja, das hätte ich fast vergessen. Du wirst das hier brauchen. Hey, das ist ein EVD. Wo hast du das her? Dieses und viele andere heilige Gegenstände sind überall auf Adelpha verstreut, Ulukai. Als sie gefunden wurden, glaubten viele, es seien Gegenstände der Jods. Sag, kannst du mir etwas mehr über deinen Vater erzählen? Er ist ein mächtiger Stammesführer. Und wenn die Dinge in Adelpha anders lägen, wäre er der Herr aller Dolothai-Wächter. Aber so müssen wir uns diesen Mond verstecken oder uns den umkehrenden Flammen von Ferran stellen. Er zieht die Leute auf seine Seite, indem er sie verbrennt? Ja, Ulukai. Seltsame Rekrutierungsmethoden. Und wie schlägt dein Vater zurück? Wir kämpfen nie, auch wenn die meisten von uns es gerne würden. Ich glaube langsam, dass das Phantasma meines Vaters schwächer wird. Ich kann seine Predigten von Khazar und Frieden nicht mehr hören.
Mehr als alles andere will ich selbst Feran umkehren für all das, was er getan hat. Hey, jetzt beruhige dich erstmal wieder, Jan. Ich bin sicher, dein Vater weiß, was er tut. Das werden wir ja bald sehen. Also, wie komme ich von hier weg? Hast du Jans Prüfungen bestanden, Ulukai? Na klar. Er sagt, ich hätte glänzend abgeschnitten. Jetzt sollte ich mich aber auf den Weg machen. Wie du willst, Ulukai. Aber bevor du gehst, möchte ich dich an unsere Vereinbarung erinnern. Du findest die fünf Mons und wir werden versuchen, das zu finden, was du suchst. Das genügt mir fürs Erste. Aber es steht außer Frage, dass ich zuerst meine Mission erfülle, sobald ich diese Sonde finde. Verstanden? So soll es sein, Ulukai. Der Weg zum ersten Mon führt dich nach Shamasar, in die Region hinter dem Daoka in unserem Lager. Dort angekommen, solltest du Shamas Cap aufsuchen. Du findest ihn wahrscheinlich weit westlich des Daokas, durch das du in diese Region eintrittst. Klingt vielversprechend. In den anderen Regionen musst du ebenfalls jeweils einen Shamas aufsuchen. Sie sind die einzigen, die dir bei der Suche nach den Mons behilflich sein können. Also brauche ich mich nur an diese Leute zu wenden? Andere werden versuchen, dir zu helfen, Ulukai. Auch ein Fühler könnte dir behilflich sein. Ich glaube, sie haben das Geheimnis deiner heiligen Gegenstände ergründet. Die Fühler? Ja, sie und alle anderen werden dir helfen. Ich hoffe nur, du kannst auch auf die Hilfe der Stammesführer zählen. Stammesführer wovon? Der vielen Regionen, in denen Rohstoffe für die Krieger von Feran und Kroax abgebaut werden. Ich habe mit einigen von ihnen gesprochen, aber sie weigern sich, die Arbeit für Feran einzustellen. Tun sie es denn gerne? Nein, Ulukai. Sie fürchten sich einfach vor seiner Rache. Oder sie sind zu dumm, um zu verstehen, was wir damit bezwecken wollen. Tja, wenn ich die Zeit dafür finde, werde ich mal sehen, was ich da tun kann. Ich weiß, dass du sie zur Vernunft bringen kannst. Du trägst das Symbol des Ulukai und alle werden wissen, dass deine Worte von großer Bedeutung sind. Also das bedeutet es. Ich dachte schon, einer eurer Leute hätte mich mit einer Leinwand verwechselt. Sei auf der Hut, Ulukai. Jetzt, da deine Existenz bekannt ist, wurden viele Krieger ausgesandt. Du solltest dich vom Fee-Tempel im Zentrum von Shamasar fernhalten, denn dort gibt es sehr viele von ihnen. Bleib im südlichen Teil von Shamasar.
Danke für den Hinweis. Du solltest auch wissen, dass dich die Wächter beobachten werden. Wenn du die Prophezeiung des Ulukai erfüllst, werden wir dir helfen. Aber wenn du es nicht tust, wirst du unseren ganzen Zorn erfahren. Alle Talaner werden über deine Taten informiert sein und dich so behandeln, wie du sie behandelst. Und du solltest nicht vergessen, dass ich die anderen und diese Sonde finden muss. Dann werden wir prima miteinander auskommen. Gut. Ich werde jetzt das Daoka für dich aktivieren. Mögen die Jods mit dir sein, Ulukai. Some